Hallo, ich bin der Stefan. Heute wollen wir euch was über TechniSat erzählen. Wir bekommen immer mehr Anfragen von Kunden, die sich den neuen STC kaufen und mit dem Einschub der Festplatte nicht so gut klarkommen. Deshalb wollen wir das gerne mal zeigen, wie man sie richtig montiert und anschließend auch in Betrieb nimmt. Dann legen wir mal los. So schaut er aus. Und hier hinten haben wir den Einschub für die Festplatte. Das heißt, wir brauchen das Gerät nicht extra aufschrauben, sondern haben hier einen kleinen Griff, den wir leicht zusammendrücken und dann rausziehen. Am leichtesten macht es sich, wenn das Gerät auf einer geraden Oberfläche steht. Dann ziehen wir diesen Adapter einfach raus, nehmen die Festplatte, entmagnetisieren uns vorher vielleicht nochmal an einem Heizkörper oder ähnlichem, damit das Bauteil keinen Schaden nimmt. Packen die Festplatte rein und klippen sie leicht mit diesen Bügeln fest, so dass sie richtig fest drin ist. Das Ganze schieben wir dann mit einem kräftigen Druck wieder rein. Okay, wir haben das Gerät jetzt angeschlossen, haben den Suchlauf durchgeführt und landen im Hauptmenü. Ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt, die Festplatte erstmal zu formatieren, damit wir sie auch nutzen können. Das passiert wie folgt. Wir gehen in den Punkt Filme, DVR, Musik, Bilder verwalten. Hier gibt es die Aufnahmemedieneinstellungen. Oben wählen wir die integrierte Festplatte aus und formatieren sie. Das dauert, je nach Größe der Festplatte, wenige Sekunden. Und ab sofort ist sie zu verwenden. Das war's. Viel Spaß!